so gut wie alle. Ist ja mal selten, also ich weiß auch nicht, wie viel davon jetzt wieder durchsickert. Kann ja auch wieder viel verschwiegen werden. So, mal gucken, wie kommt man jetzt hier hoch. Aber. Hä? Warte mal, ich muss mal kurz überlegen, wie wir hier hochkommen. Ach, hier vorne, glaube ich. Oh, ein schöner Vogel da auch. Gut, die werde ich jetzt nicht ausschalten. Ja, hier kommen wir hoch. Ja, lol. Hä? Ich dachte, wir kommen hier hoch. Lol. Nein, nein, nein. Oh, fuck. Nein. Mann, damn it. Oh, wieso springe ich denn da runter? Oh, ich bin so ein Idiot, Alter. Da bin ich schon angehittet und springe dann da aus 50 Metern nochmal runter. Shit. Aber wir sind wenigstens noch beim Funkturm geblieben, das ist ganz nett. Oh Gott, ey. Da springen wir da runter. Ma, ey, ich glaub das nicht, ey. So ein Dreck. Ja, auf jeden Fall bei den Piraten. Ja, das ist, denke ich mal, alles Armut. Ich meine, wir hier in dem Spiel sind ja jetzt natürlich hier reiche Amerikaner im Verhältnis. So, probieren wir den Sprung nochmal. In der Hoffnung, dass wir nicht nochmal sterben. Jawohl, diesmal hat es geklappt. Ja, wir sind ja hier in dem Spiel reiche Amerikaner. Wir können es uns ja gar nicht so vorstellen. Und ich bin, naja, ein Deutscher, ne? Ein Deutscher. Nee, aber. Ich weiß nicht, ob man sich das so vorstellen kann, wie es halt den Leuten so geht. Also. Das denke ich mal schon ganz schön krass. Und dann suchen die halt wirklich nach Wegen und Mitteln und setzen halt auch ihr Leben aufs Spiel. So wie halt hier diese Piraten. Alter, wir sind hier so hoch. Wenn wir hier runterklatschen, ne, dann sind wir sowas von mausetot. So, dann machen wir jetzt mal den Funkturm hier. Pam. Zack, wieder die drei Schritte eingeleitet. Und dann hat sich die Sache. So, was haben wir denn? Oh, eine Höhle. Was haben wir noch? Ein Tempel wahrscheinlich. Und ein abgestürztes Flugzeug. Wahrscheinlich aus dem, von den Japanern, oder? Also ich will jetzt nicht auf die Japaner rumhacken, aber es sah mir ganz so aus. So, mal gucken. Also jetzt. Fackel doch mal nicht so. Alles cool, alles cool, alles cool. So, jetzt haben wir hier gleich mal Waffen wieder freigeschaltet. Die M113, eine neue Schrotflinte. Gut. Aber ich will mal auf die Karte gucken, ob ich irgendwie... Golgatha-Kreuz, okay. So. Hier ist auf jeden Fall der Citras-Tempel. So. Aber wir werden erstmal nochmal... Was ist denn hier eigentlich am nächsten dran? Ne? Ist alles so weit weg, Mann. Ich will eigentlich bloß jetzt mal schnell... Wildschweine. Da werde ich dann auch gleich nochmal hin und nochmal ein Wildschwein jagen, damit ich endlich mal... Warte mal, machen wir das jetzt mal gleich? Ich glaube, das machen wir jetzt mal gleich, ne? So, zack. So, welche Richtung müssen wir? Haben wir uns den Wegpunkt gesetzt? Da, so. Und hier führt auch so ein Ding runter. Zack. Rutschen wir hier mal lang. Wunderbar. So, hier haben wir wieder so eine Mission. Kommt mal her, Leute, ich warte gerade schon auf euch. Na, steigt mal aus. Die Herren, bitte einmal aussteigen. Pam, Führerschein und Fahrzeugpapiere, pam. Na, was ist denn los? Hast du keinen Führerschein bei? Das finde ich aber nicht gut. Hi. Auch kein Führerschein? Na gut. Dann, so läuft das hier nicht, ne? Nur mit Führerschein ist hier Beförderung. Pam. Oh. So, ne?
Habt ihr euch das gemerkt? Gut. So, da unten fahren wieder andere, aber das ist mir gerade egal. So, hier, den will ich mal schnell häuten. Tier häuten. Zack, was haben wir denn hier? Ich schätze mal so ein. Das war ein Dingo. Oh, Dingo. So, wo haben wir den anderen Dingo eigentlich? Der lag doch hier gleich daneben. Den haben wir doch beide. Beide gut gleich. Ach, hier. Zack, auch nochmal häuten und ein weiteres Dingo fällen. Jawohl, wunderbar. So, schnell mal. Wir haben keine Muni mehr? Oh, ich glaube das nicht. Okay, dann machen wir jetzt mal doch mal eine Schnellreise nach Amanaki. Okay, wir hätten noch genug Muni gehabt, ich weiß. Obwohl, nee, wir nehmen hier den Außenposten. Das finde ich jetzt ein bisschen besser. War ganz einfach, ne? Und so. Nee, damit wir nicht so weit zurückfahren müssen. Weil da können wir leider keine Schnellreise hinmachen. So, und dann machen wir jetzt gleich mal Munition auffüllen. Sehr schön. So. Alles einmal gespeichert. Wieder raus hier. Ach, hier, den haben wir schon erobert. Geil. Ach so, stimmt. Das war ja der erste, wo angeblich Daisy sein sollte. So, wir schnappen uns mal hier vorne das Auto. Das wunderschöne. Wunderschöner grauer Anstrich. Wahnsinn. Technik, High-End. Luxus ohne Ende, wo man hinsieht in diesem Wagen. Aber gut. Wir brauchen ja hier keinen Luxus. Wir fahren hier einfach mal querfeldein. Yeah. Yeah, ich hab's voll drauf. Yeah. Gut, so drauf habe ich es jetzt doch nicht. Ne? Sollten vielleicht doch lieber auf der Straße bleiben. So, weiter geht's hier. Hi, Piraten. Oh, das tut mir jetzt sehr leid. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Nein! Okay. Die Musik war schuld. Aber ich würde sagen, ey, super eingepackt, oder? So, Munition ist auf jeden Fall voll. So, wir müssen darüber. Lass mal schnell überlegen. Tja, ich habe keine Ahnung. Oh, Jump! Yeah! Kannst auch wieder nach oben schwimmen, brauchst nicht unter Wasser sein. Yeah, da haben wir uns gut reingejumpt. So, weiter geht's hier. Ja, auf jeden Fall nochmal mit der Armut. Ja, ich denke mal, das ist hier auch. Ah, ich weiß gar nicht mehr, was ich dazu noch so erzählen soll. Ich meine, es ist ja einfach so, wie ich es so gesagt habe. Denke ich mal, hoffe ich mal. Keine Ahnung. Weil. Kann ich das gar nicht häuten? Ich will das häuten. Schade. Was war. Gut, die Leiche können wir erstmal plündern. Vergilbtes Foto. Lol. Das wollte ich gar nicht. Jetzt habe ich gleich mal wieder einen Schuss in den Sand gesetzt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Schuss in den Sand gesetzt, verstehst du? Mega unlustig. So. Shit, wir wollten uns auch noch die neue Waffe ausrüsten. Verdammt, voll vergessen. Naja, was willst du machen, ne? Kann man jetzt auch nicht mehr ändern. So, wir werden mal hier weiter rennen, rennen, rennen. Aber dieser hier, dieser Jason, der wird ja auch immer mehr zum Helden, habe ich so den Eindruck. Also am Anfang, da hat ihm das sein Bruder gezeigt, der bei der Armee war. Und jetzt macht er hier alles auf eigener Faust. Ich spiele eigentlich gar nicht. Eigentlich macht er das alles alleine. Und deswegen, also ich brauche ihn gar nicht mehr unterstützen. War bloß am Anfang so ein bisschen, wo er so ein bisschen scheu war hier mit dem ganzen Erschießen der Piraten. Aber jetzt läuft er hier von alleine rum, sucht sich die Sachen, macht die Mission. Also ich sitze hier eigentlich bloß davor und laber. Also das ist wirklich sehr beeindruckend, wie er hier auch mit der Pumpe rumrennt. Mal kurz Waffe wechseln.